Amaya, Jolie und Naitan haben gerade den wohl lächerlichsten Beef, den man sich vorstellen kann. Der zu diesem heftigen Gefühlsausbruch von Amaya im Stream führte. Ich bin so enttäuscht von der linken Twitch-Szene. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Das ist ein Wichser. Mittlerweile hat sie deswegen sogar ihr Profilbild gelöscht und alle VODs offline genommen. Was da in der Vogue-Bubble schon wieder vor sich geht, schauen wir uns heute an. Das Ganze fing damit an, dass Amaya vor kurzem einen Sabaton gestartet hat, also einen Stream, der sich mit Geldspenden immer weiter verlängern lässt, mit der Ankündigung, dass sie das dadurch eingenommene Geld für eine Operation braucht. Ihr müsst nämlich wissen, Amaya ist eine Transperson und die Operation soll dafür sorgen, dass ihre Stimme weiblicher klingt. Sie bezeichnete diese Operation als lebensnotwendig. Daraufhin schrieb Naitan Amaya auf Discord, dass eine solche Ankündigung, dass man eine lebensrettende OP braucht, dafür sorgen könnte, dass man Zuschauer emotional unter Druck setzt und diese mehr Geld spenden, als sie eigentlich können. Und so leid es mir tut, aber ich muss Naitan hier zustimmen. Ein derartiges Dilemma aufzumachen, entweder ich bekomme das Geld für die OP oder ich muss sterben, ist den Zuschauern gegenüber einfach nicht wirklich fair. Aber Amaya reagierte folgendermaßen, als sie die Nachricht auf Discord im Stream las. Hab ich deine Erlaubnis darüber, das öffentlich auszusprechen, was ich gerade denke? Brauchst du meine Erlaubnis nicht für? Naja, ich finde das schon nett. Ich meine, du hast mir das privat geschrieben, aber... Amaya meinte daraufhin, dass sie doch betont hätte, dass nur Zuschauer spenden sollen, die genug Geld haben. Was halt bei der Ankündigung, dass man eine lebensnotwendige Operation braucht, wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel hilft. Naitan entgegnete daraufhin, ja, aber das ist ein dermaßen krass emotionalisierendes Thema, dass Leute dennoch spenden. Das musst du doch wissen. Und Amaya reagierte folgendermaßen darauf im Stream, was die Situation nicht wirklich verbesserte. Das ist ein dermaßen krasses emotionales Thema. Naitan, weißt du was? Stimmt, das ist ein emotionales Thema. Dann mache ich das einfach nicht. Und lebe einfach mein Leben genauso wie bisher. Wenn also ein krebskrankes Kind GoFundMe hat, weil die Eltern sagen, ey, mein Kind stirbt, dann dürfen die das nicht machen, weil das ist ein zu emotionales Thema. Also ich möchte ihr ja gar nicht absprechen, dass ihr diese Operation wichtig ist. Aber das jetzt mit krebskranken Kindern zu vergleichen oder sogar gleichzusetzen, halte ich doch wirklich für gewagt. Und das alles wegen einer einzigen Privatnachricht, die sie auch einfach hätte ignorieren können. Später beendete sie ihren Sabaton noch vorzeitig mit 57 übrigen Stunden, was grob umgerechnet ungefähr 1140 Euro entspricht. Wahrscheinlich hat sie danach einen Herr-der-Ringe-Abend gemacht. Später hat Amaya dann noch auf ihrem Twitch-Kanal ihr Profilbild und alle VODs gelöscht und sich auf Twitter folgendermaßen zu der Situation geäußert. Wenn der Druck auf deinen Ohren erst weniger wird, wenn du einfach höher wirst, ist die Seele aus Blei ein Anker für ein Schiff, das niemals schwamm. Danke für alles. Daraufhin haben sich anscheinend einige ihrer Fans Sorgen gemacht. Und sie schrieb weiterhin, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich gehe erst, wenn die Welt links und vegan ist. Nur bitte glaubt Menschen, wenn sie euch um Hilfe bitten. Und bedauert sie nicht erst im Nachhinein. Ihr schafft das gemeinsam. Wir sehen uns. Ach, und Nemesis und Co. Deckt euch, ihr lächerlichen Bastarde. Bis zu dem Tag, an dem ihr versteht, dass Vogue 1:1 mit Empathie zu übersetzen ist, seid ihr moralisch zum Scheitern verurteilt und kämpft auf der falschen Seite der Geschichte. Was soll man dazu sagen? Es wurde aus dem Nichts ein Riesenproblem gemacht. Ja, es kann sein, dass Amaya aufgrund ihres langen Streams psychisch bereits ein wenig fertig war. Aber jetzt noch im Nachhinein die ganzen dramatischen Tweets. Schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Aber bitte bleibt respektvoll. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und wir sehen uns bald wieder. Ey, ey,